Publikum tobt wie üblich. Was soll ich sagen? Und heute, ach, mein Gott, danke. Danke. Mein Gott, was schön. Ach, Leute, ich bin gerührt. Ich bin wirklich gerührt. Ja, warum bin ich gerührt? Ich werde heute versuchen, exzellent zu kochen, um ihm zu zeigen, was ich kann, was in mir schlummert. Und zwar ein Hähnchen-Saltimbocca mit einem Tomatensüßchen, welches Tomaten adelt, mit Spaghetti sowas von al dente, dass die Italiener ihren Job aufgeben werden. Es wird geben ein fantastisches Beerendessert mit selbstgebackenen Cookies dazu. Und er wird wieder alles geben, um mich wieder da stehen zu lassen, wo ich hingehöre. Nach unten. Johann, bist du da? Ich bin hier. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie zuschauen. Willkommen bei Laferlicht und Lecker. Ein fantastisches Publikum. Und ich freue mich sehr, dass möglicherweise der Horst heute versucht, auch wirklich was Gutes zu machen. Wir fangen ja erstmal an, schauen wir mal, aber erstmal, was gibt es bei mir heute? Es gibt zwei Dinge. Es gibt ein Carpaccio von roter Beete und Birne. Dazu gibt es Edelfischfrikadellen und eine schöne Dill-Vinaigrette zum einen. Und zum zweiten mache ich ein süß-saures Kürbis-Spitzkohlgemüse. Und dazu mache ich was? Also Schweinefilet, genau, Schweinefilet in einer schönen Kruste. Okay, beides hoffentlich schmeckt Ihnen heute zu Hause und auch hier beim Publikum. Und jetzt würde ich sagen, bevor wir anfangen zu kochen, muss ich was in eigener Sache sagen. Sie merken ja, dass ich immer älter werde. Das liegt daran... Alle hören! Ich bin schuld! Nein, ja, also... Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen ganz ehrlich was sagen. Ich kenne jetzt meinen Johann seit über 7 Jahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er wird älter geschminkt, als er in Wirklichkeit ist. Wenn Sie den jungen Mann mal draußen sehen, dann sagen Sie, mein Gott, hat der schon so einen großen Sohn. Wirklich. Also er ist so ein knackiger Kerl. Du. Johann, so. Ich freue mich sehr heute. Heute wird ganz toll. Ich habe einen spitzenmäßigen Gast. Er ist das zweite Mal bei mir. Der kann kochen und der ist als Schauspieler so weit vorne. Mein Gast ist auch das zweite Mal bei mir. Ja? Sie kommt nur, weil sie bei mir kochen möchte. Ja, meiner kommt nicht nur, weil er bei mir kochen möchte, sondern er hat sehr viel gelernt beim letzten Mal. Und er ist nicht nur Schauspieler, sondern er lebt diese Jobs, die er da macht. Weißt du? Also Kommissar, ne? Clown hat er auch, aber da war er ganz knallharter Clown. Mein Herr, und er fit wie ein Turnschuh. Mein Gast ja? Kann super singen, hat ganz viele Erfolge ja. Und ist eine tolle Schauspielerin. Ja, aber meiner kann singen, wenn er will, aber er will ja gar nicht singen. So. Naja, dann ist hier ist Katja Epstein. Und Sven Martinet. Hallo, liebe Katja. Oh. Habt ihr mir wehgetan beim Reinkommen? Sag ehrlich, Sven, haben wir nötig, dass wir singen? Ach, Quatsch. Wir singen mit dem Herzen, wenn wir uns sehen, singen wir doch sowieso vor Freude innerlich. Ja, ich hab schon Noten gesehen, die haben sie im Leben genommen, als ich ansetzte zum Singen. Weißt du, da haben die schon gesagt, ist vorbei. Sven, du warst das letzte Mal hier, du hast dich schwer verletzt, ist die Wunde gut verheilt? Ja, sie ist gut verheilt, ja. Sieht ganz gut aus, oder? Ja, sieht super aus, ja. Kennst du das hier? Was, Johann? Das sind Schweineschwarten, kann man so kaufen. Siehst du, gekocht und dann getrocknet. Kennst du das? Schweineschwarten. Schweinekrusteln? Die kenne ich, aber die heißen bei uns ganz anders. Die kommen bei uns in so einer lustigen Tüte und werden als Chips verkauft. Das aber Hundemüll ist auch gut. Hundemüll, ja gerne. Warum machst du die jetzt kaputt, wenn man die erst so kauft, Johann? Weil ich daraus eine schöne Kruste mache, mein Freund. Ja? Und die muss jetzt verschlagen werden. Und dann machen wir daraus mit Schweineschmalz, mit Eigelb und ein bisschen Butter und so. Also Eigelb und Salz gewürzt. So eine schöne Kruste, die kommt nachher aufs Schweinefilet. Guck mal hier. So sieht ein Schweinefilet aus. Hier, so. Dann ist auch schon fast ein Sauenfilet, ne? So, du wirst heute ein sensationelles Dessert machen, Sven. Ich würde sagen, starte mal so ganz vorsichtig los. Schokolädchen klein machen, dann Butter, Zucker schön schaumig rühren. Ne? Magst du eigentlich Desserts? Oder? Ich liebe Desserts. Das ist immer eine Gefahr für mich. Ich bin ja ein Süßer. Ja, ich liebe Schokolade, Desserts und all solche Sachen. Und umso mehr muss ich dann wieder im Studio alles abarbeiten oder im Park beim Laufen. Im Park beim Laufen. Also ich bin ja auch viel im Park und guck zu, wie die laufen. Das ist für mich eine Suche. Schlank machen, du.
Ne? Wie viele Kilometer läufst du so immer? Weiß ich nicht, die zähle ich nicht, bis ich nicht mehr kann. Ja, das heißt, aber du dann weißt, bin ich nach 10 Minuten wieder zu Hause. Wie lang läufst du? Nee, ich laufe so 20, 30 Minuten bestimmt so. Das reicht mir. Ja? Ja, so eine Stunde laufen habe ich auch nicht die Zeit dafür. Stimmt, ja, ja, gut, also bei mir kommt es immer drauf an, wer hinter mir her ist. Ja? Wenn der Johann da ist, so. Johann? Ja, bitte. Was hast du mit Katja gemacht, dass die nicht mehr da ist am Anfang der Sendung? Katja muss erstmal Fleisch bzw. Fisch durch den Wolf lassen, ja? Ja. Räucherlachs und auch frischen Lachs. Frischen Lachs? Genau. Katja, du bist muss ein ganz schön raffinierter Hund, die Gäste direkt am Anfang wegschieben. Gleich zum Arbeiten schicken, ja. Ja, ne? Ja. Weißt, guck mal, bei mir ist ja ganz anders. Bei mir werden die Gäste integriert. Ja, die kriegen erstmal Schokolade, das ist das, ja, Tolle. Was, ne, hast du gesagt? Intrigiert? Integriert, ja. Ja. Das ist ganz wichtig, dass man gerade mit Fremdwörtern korrekt umgeht. Ja. Ja. Darf ich dir mal zeigen dabei? Warten. Pass auf, mit der Schokolade, das kriegst du viel schneller hin. Wenn? Wenn du einfach so runter, weißt du, das reicht, wenn das so grobe Stücke sind. Ach so, ich wollte das ganz fein machen. Nee, 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 so grobe Stücke, das reicht schon. Aha. Weißt du, die gehen ja nachher in die Schokokookies rein. Passt zu mir, weil ich nicht so ein Feinmotoriker bin. Sehr gut. Das passt schön, aber weißt du, was ich super finde? Dass du deine Fans heute alle mitgebracht hast. Ja. Da vorne, die ganze Reihe junger Mädels da, ne? Meine Damen und Herren, so sieht übrigens Katja Epstein von vorne aus. Da, Katja. Ja. Jetzt erzählst du mal den Zuschauern, weil wir alle wissen ja, dass du eine hervorragende Sängerin und Schauspielerin bist. Du bist aber auch eine exzellente Köchin. Nein. Doch. Ich esse gerne. Und jetzt erklärst du mal, was du genau alles machst. Und zwar machst du ja Edelfischfrikadellen. Genau. Und da erklärst du jetzt mal den Zuschauern, weil die wollen das alle zu Hause nachmachen. Ja, Katja, sehr gut. Ich verabrede. Pass auf, du fängst jetzt an zu erzählen, dann kommt mein Einsatz. Okay? Also sag mal. Ich habe jetzt hier einen wunderbaren Frischenlachs und Räucherlachs. Muss man durchdrehen. Dann gibt es ein gestriges Brötchen in Milch eingeweicht dazu, um die Frikadellen zu machen. Dann gehört dazu ein Quantum Schalotten. Klein geschnitten, genau. Ingwer. Jawohl. So, dann Knoblauch. Genau, und dann kommt noch ein Chili, Sojasauce und etwas Honig. Den Chili muss ich sehr klein machen, weil er sehr scharf ist. Sojasauce. Genau, und Honig. Wie weit bist du jetzt, Katja? Und das muss ich also jetzt verbreien, so einen richtig schönen dicken Batz machen, damit man Frikadellen draus machen kann. So, ich habe jetzt hier schön sehr hier. Professionell. Aber Johann. Naja, meine finde ich schön angebraten hier in. Ist immer dasselbe, weißt du, wenn der einmal am Kochen ist, vergisst der alles. Ne? Ja, meine Damen und Herren, hier ist er. Ja, unsere Gewinnerin aus der Küchenschlacht. Brigitte Kreuzer. Ja, aus Südtirol. Brigitte. Das ist dein Schatz? Grüß dich. Der stolze Esser. Der stolze Esser. Ja, also leider Gottes war die Brigitte ja nicht bei mir, als sie gewonnen hat. Ne? Aber leider Gottes, sie war bei so einem anderen Koch. Aber der kam ja auch. Ja, wir müssen den Namen gar nicht sagen. Ne? Aber war sehr schön. Du hast alle an der Wand gekocht. Und wie ist das heute für dich, hier zu sitzen, wenn du weißt, du wirst heute hier verwöhnt und hast dann noch deinen Schatz an deiner Seite? Ja, es ist große Ehre. Habe ich mich ganz fest darauf gefreut. Ja. Ja. Sag mal, du lebst in Bozen, also in Italien. Ja. Ja, ich spreche trotzdem Deutsch. Ja. Ich koche ja heute, Italienisch. Wäre schön, wenn du mal genau drauf aufpassen würdest, ob ich alles richtig mache. Ja. Wie ist es denn mit deinem Italienisch? Mein Italienisch? Hm. Oh, Lamborghini, Ferrari, Maserati, ja? Tortellini. Ah. Ah. Alles. Guck mal, da kommt er. Ja. Erstmal Servus. Ja. Hallo. Grüße.
Da haben wir ja nicht sicher, ob es was zum Essen gibt. Ich habe gedacht, hey, ich bringe schon mal den Nachtisch, weil für alle Fälle, was da ist. Ja, ja, guck mal. Johann hat ja gestern ein neues Auto bekommen. Ja, das ist auch ein italienisches Auto. La Ferrari. La Ferrari. Ja, ja. So, ja. Wenn er jetzt hier ist, ich gehe mal arbeiten. Ne? Jetzt gehen wir vorsichtig mit der Wurst um, Johann. Du machst meine Sachen alle mit. Ich bleibe jetzt hier sitzen. Ich möchte jetzt mal mit den Gästen mich unterhalten. So. Südtirol hat eine hervorragende Küche, gell? Ja, ja. Ja? Ja. Italienisch, Deutsch, Tirolerisch. Marende ist diese Brotzeit mit diesem ganz dünnen Brot, genau. Gell? Ja, Speck, so, Schüttelbrot. Genau, genau, mhm. genau, genau, mhm. so ähnlich. Mhm. Ja, was hast du so gekocht im Finale? Ich habe einen Zwiebelrostbraten, Zwiebelpfefferrostbraten mit Selleriepüree und kochen müssen. Wer war der Juror? Der Juror war die Poletto. Cornelia. Cornelia. Genau. Mhm. Hat die guten Geschmack gehabt, ne? Ja, ja. Die hat sehr aufs Optische geschaut. Ah, okay, gut. Also, schön, dass ihr da seid. Danke. Südtiroler haben wir nicht so oft zu Gast hier. Willkommen und viel Spaß. Gell? Dankeschön. Danke. Gerne. So. Na, Hasebäckchen. Was, die? Ja. Wie schaut's aus? Ein Träumchen. Johann, ich habe hier schon eine wunderbare Tomatenpaste fertig gemacht. Hast du das eben mitbekommen? Ja, ja, bei dir habe ich alles mitbekommen, alles. Was machst du eigentlich da mit diesem Schneebesen? Ich will das gar nicht mitbekommen. Läuft da irgendwas schief? Nee, da läuft nichts schief. Nee, man sieht's, läuft nichts schief. Wieso? Ja. Ja. Wie kriegst du das Zeug jetzt jemals da wieder raus? Ne? So gleich das Eichen noch runter. Du stehst ja vor der Kamera, unter anderem mit einer Frau, die ich sehr verehre. Und du hast mir da ja etwas voraus. Es ist deine Ex. Ne? Ah, und zwar die Frau Tomalla. Ja. Und ich habe natürlich auch schon viele Filme gesehen, wo ich wusste, dass ihr zwei nicht mehr zusammen seid. Ja. Aber ihr knutscht noch. Dann. Ja. Weckt das jetzt Erinnerungen an früher oder ist das reiner Job dann? Nö, den brauchen wir ja nicht, weil wir sehen uns ja so oft es geht. Wir sind ja dick und eng befreundet seit über 10 Jahren. Also das ist ja aber eine ganz enge Freundschaft. Aber wenn ihr knutscht ihr nicht mehr? Nee, da knutschen wir nicht mehr auf der Kamera. Du musst dir vorstellen, da stehen 10 Leute um dich rum. Dann wird gesagt, sag mal, wie sehe ich jetzt aus? Muss ich jetzt auf die Seite oder auf die Seite? Und als wir fertig waren mit Küssen, sie hatte so einen wunderbaren Lippenstift drauf. Ich sah aus wie so ein kleiner Frosch, der gerade geküsst wurde. Mit so einem schönen Knutschmund dann, ja, das sah toll aus. Johann? Hast du noch einen neuen Beutel da? Mein Beutel hat sich aufgelöst. Guck mal hier. Johann, für dich würde ich einen Beutel machen. Guck mal hier. Den brauche ich zwar, aber ich gebe ihn dir. So. Das heißt, das ist also gar kein Problem. Ach, überhaupt nicht. Weil ich glaube, meine Frau wäre jetzt ohne Quatsch extremst eifersüchtig. Nee, also guck mal, Silvio, also ihr Freund weiß, wie Film läuft, meine Freundin weiß, wie Film läuft, also da gibt's überhaupt keine Probleme. Ja, aber guck mal, meine Frau ist schon eifersüchtig, wenn ich mit Johann immer so rumalber. Und seit der Zeit, wo sie weiß, dass wir wirklich ein gleiches Hotelzimmer haben, ist sie ganz komisch geworden. Echt, ja? Ja. Hat sie da wirklich Angst bei euch beiden? Ja, obwohl das ja aus reinen, das ist ja nur, weil wir sparsam sind. Aha. Ja, wir sparen ja für ZDF, Johann und ich. Ist Johann dein Typ? Johann ist mein Typ. Ah. Den müsstest du mal sehen, wenn er nichts anhat. Ja? Ja, ist ohne Quatsch. Der hat einen Waschbrettbauch. Ja. Ja. Hast du zugehört, was die da reden, die beiden? Hast du zugehört, was die gesagt haben gerade? Aber guck mal, reicht das jetzt zu, hier? Ja. Jetzt kommt das. Ja, das Ei dazu. Das habe ich doch schon drin. Ach so, dann das ist gut. Ei ist doch schon längst gar nicht mehr da. Dann langsam das Mehl dazugeben. Ja, aber langsam. Ne? Langsam und dabei mixen. Ne? Genau. Das ist die Kruste jetzt, Leute. Ja? Im Gefrierbeutel jetzt schön alles. Und ich tue jetzt den Tiefkühler und dann nur mit dem Herbstfleisch. Guck mal. So, Katja, musstest du auch mal Schauspielerin küssen? Schauspieler küssen? Nein, musstest du auch mal, wie du Schauspielerin warst, küssen? Ja, na klar. Ja, und ist das schwierig? Ach nö, wenn der nicht aus dem Mund riecht, geht das gut. So, meine Form. Hast du jetzt mal probiert, wie das schmeckt? Das muss ich muss ja noch was reinmachen. Ja. Was fehlt noch? Ich bin ja hier immer noch am Salz, Pfeffer, ja? Mit der Hand. Aber die hier, kocht hervorragend. Nicht. Überall? Aus dem Mund. Ach so. Ja, ja. So, ich lass mal probieren mal. Johann, ist dein Kühlschrank immer noch kaputt? Mein Kühlschrank ist kaputt, ja, ja. Ja. Das sind die Hightech-Geräte, weißt du. 3 Wochen kaputt, der Kühlschrank. Er hat den Laptop verloren. Jetzt kann er nicht mehr einstellen. Da muss erst noch was rein. Was ist denn das hier? So, guck mal, jetzt mache ich hier schön Tomaten. Salz? Das ist Salz. Grobes Salz. Gut. Aber ich muss ja sagen, es macht einen guten Eindruck hier. Ja.
Also erstmal Kompliment hier, die kocht fantastische Frikadellen, gell? Was haben wir da hier? So, wir werden jetzt einen schönen Spitzkohl zubereiten, indem wir erstmal etwas Butterschmalz erwärmen. In einer großen Pfanne. Wie er das gesagt hat. Meine Form. Jetzt werden wir erstmal den Spitzkohl zubereiten, indem wir etwas Butterschmalz erwärmen. Oh. Oh. Eine sinnliche Sprache. Nein. Guck mal, wie er den erwärmt. Sagte er, kochen ist sexy. Ja, es gibt ja so Fernsehköche, die nehmen Butterschmalz nur in der Hand und sagen, jetzt mach es warm. Ja? Ja? So. Jetzt pass auf. Meine Damen und Herren, jetzt werde ich die Spaghetti zubereiten, indem ich sie in brodelndes Wasser gebe. Oh, du Rohling. Ja, das ja. Pass auf. So. Da siehst du mal, wie alt du schon bist. Also Spaghetti in Wasser kochen ist schon längst vorbei. Nein, der feine Herr Lafer kocht die Spaghetti in Champagner. Ach so, klar. Ja. So arme Köche wie wir, die kochen das noch in Wasser. Ne? So. Sag mal, wann mache ich das Natron rein? Ach so, jetzt, ja. Sag mal, du weißt schon, dass die Sendung nur 45 Minuten hat, ne? Ja. Nee, ich meine nur, weil... Ich bin doch gleich fertig. Ja. Was macht ihr dann im Rest? Pass auf, ich habe aber noch einen Trick für dich. Ein Trick? Ja, wir sind ja im Fernsehen. Pass auf, du mixt das schön fertig da, ja? So. Gut, das wird. So. Was? Cookies? Nix, Johann. So. Gar nichts, Johann. So. Und jetzt kommen die fertig abgestochenen. Demnächst, Leute, heißt die Sendung. Ab im Backofen. Wie lerne ich richtig einkaufen mit Lichter? Backofen. So. Also, wir haben jetzt hier in der Pfanne drin etwas Zucker, Spitzkohl. Oh, meine Damen und Herren, jetzt Brühe. Kommt. So, guck mal, das sieht toll aus. Moment. Und meine Kümmel. Damen und Herren. Kann ich mal ganz, ja, meine Damen und Herren, wie Sie eben gesehen haben, hat Sven Martinek unter Einsatz seiner Kräfte diesen Teig gerührt. Ich habe ihn in den Backofen geschoben. Und das Schöne ist, wir wären dann soweit fertig mit den Plätzchen. So. Ja. Ja. Das heißt, das teilen wir uns dann hier alles schön. Das ist nachher fürs Publikum. Das sieht doch ganz spannend aus, was da draus geworden ist, mein lieber Scholli. Ich finde, das sieht toll aus. Ja. Falls jemand sein Haus mit braunen Dachziegeln eindecken möchte. Das hat ein bisschen was von Torf. Ja. So. Also, ich muss wirklich sagen, Leute. Also, den Pott kannst du mit wegwerfen. Gib her! Dann nehme ich den mit. Das sieht toll aus, finde ich. Da musst du doch die Schokolade jetzt drunter machen. Jetzt da drunter noch. Ja. Machen wir. Schön verrühren. Aber nur verrühren, nicht mit dem Mixer. Ja, so, ich mache noch meine Tomatensoße. Mach alles langsam, ja? Birnenscheiben mit Zitronenmanien. Die kommt später. Du hast noch genug Zeit, brauchst nicht so hektisch sein. Das habe ich. So. So, ich mache jetzt Kürbisgemüse, süß-sauer. Und zwar habe ich jetzt erstmal hier so einen schönen Kürbis. So einen Butternut-Kürbis. Und wie heißt der? Butternut. Butternut. Kennst du doch so einen Kürbis ja nicht? Ja klar, Butternut-Kürbis. Butternut. Wie? Kürbis gibt es denn? Kürbis gibt es viele Sorten. Viele Sorten Kürbisse gibt es. Jede Menge. Also. Die Butternut, die Nackernack. Schwabbelab. Ja. Was? So, schau her, die wird geschält, der Kürbis, ja? Ja. Und dann durch den schönen Würfel schneiden, brauchen wir den schönen Schmor mit Zucker, mit Essig. Wo ist jetzt mein Blech? Welches Blech? Das ist im Backofen mit deinen Dingern. Ich hab ja auch was zum Hauen. Nein, du machst jetzt das alles weg. Damit bist du soweit fertig.
Ja, probier das aber wenigstens mal. Und dann machst du jetzt die schönen Erdbeermus, also die Beerenmus. Ja? Ja. Du bist ja auch heute da, deswegen würde ich dich gerne mal auch was fragen. Ja, du bist so konzentriert mit deiner Arbeit. Lass uns das mal erzählen. Erzähl mal. Du hast dreimal teilgenommen bei diesem European Song Wettbewerb. Ja. Ja? Wann war das? 70, 71, 80. 80. Ja. Wenn du das von dir früher vergleichst mit heute, kann man das vergleichen? Nicht so direkt, weil wir hatten ja ein Riesenorchester, alles live. Und heute kommt das alles irgendwie mehr technisch rüber. Das heißt also teilweise auch vom Band. Ja? Die können ja Zuspielungen machen, alles Mögliche. Also bei uns musste live dirigiert werden, live gespielt, live gesungen. Und das war noch Zeiten. Du warst zweimal Dritte, einmal Zweite, richtig? Ja, einmal Zweite. Ja. Also, meine Damen und Herren, zweimal Dritte, einmal Zweite. Das finde ich schon... Ja, klar. Horst. Möchtest du auch mal teilnehmen bei dem Eurovision-Song-Wettbewerb? Ob ich da mal teilnehmen möchte? Ja. Vielleicht mit Schlüsselklopfen. Als was? Was soll ich machen als... Schlüsselklopfer. Kabelträger, Triangelspieler. Auch nicht schlecht. Ja, ne? Nee, aber... Aber Katja, wirklich jetzt. Als Groupie. Ich glaube, das ist schon... Heute Wahnsinn, gell? Das mache ich schon ab. Ja, aber das letzte Mal mit Theater, seitdem spiele ich ja Theater, seit 1980. Damals hast du dich ja komplett umgestellt, gell? Ja, komplett, ja. Bist du weg von der Musik zum Theater? Nee, nicht weg, aber eben andere Bereiche noch. Was ist deine Lieblingsrolle oder was ist die schönste Rolle? Die schönste Rolle war eigentlich Sweet Charity, das ist eine Musical-Rolle. Ja. Und dann in Professor Unrath, die Rosa Fröhlich, das ist quasi von Heinrich Mann das Stück, was die Dietrich damals im Film, womit die angefangen hat. Ja? Wie lernst du denn so wahnsinnige Texte? Texte? Ja. Das geht oder ziemlich schnell. Oder habt ihr so einen Teleprompter? Nee, nee, ach Quatsch. Dann kannst du ja nicht spielen, wenn du Teleprompter guckst. Nee, könnte doch sein, dass du immer so einen vor dir drin hast mit Tafeln. Das macht der Stefan Raab ja auch. Der hat immer eine mit einer Tafel. Ja, es gibt so Legastheniker, die brauchen das. Aber ich nicht. Aber sag mal jetzt mal bitte, wenn jetzt mal ganz im Ernst, stehe ich da auf der Bühne, großes Publikum, ja? Und jetzt hängst du. Was machst du? Nein, sie hängt ja nicht, sie steht auf der Bühne, Johann. Ne? Oder? Quatsch. So. Ja. Was er weißt meint... du was? Wenn du improvisieren kannst und der andere das auch kann, dann kannst du was machen. Was er meint ist, hast du einen Trick, wie du diese schweren Texte auswendig lernst. Ja, anscheinend habe ich ein fotografisches Gedächtnis. Also bei mir ging es in der Schule schon ziemlich leicht. Ja. Mit Gedichten und so, ja. Mhm. Also irgendwie, das ist die leichteste Übung. Aber dann spielen und alles, das ist... Das ist die leichteste Übung, wirklich. Und wie ist das bei dir, Sven? Bei mir ist da dein Yoga? Na, du machst ja Yoga, ne? Ja, auch. Aber ich habe echt das Glück, ich war schon als Kind, ich habe sehr schnell Texte gelernt. Also du kannst mir so zwei Seiten geben, die habe ich in zwei Minuten gelernt. Das geht bei mir ratzfatz. Jetzt ohne Blödsinn? Ja, wirklich. Ich lerne sehr schnell, sonst würde ich bestimmte Sachen, also wenn wir hier drehen... Wenn ich dir so ein Rezeptbuch von Johann geben würde... Schwer zu spielen. Und dann ja, es ist schwer zu spielen, aber schnell auswendig zu lernen. Ja, das. Aber hier kommt noch das Öl rein. Wo kommt spiel das doch rein? Mal ein Eischnee. Hm? Das ist genauso wie Namen tanzen, kann ich auch nicht. Aber Horst, wie geht's denn bei dir mit auswendig lernen? Mit auswendig lernen? Ja. Du, ich kann so lange drumherum erzählen, bis alle glauben, ich hätte gewusst, wovon ich spreche. Ist es. Ja? Ja. So, das war die Pürierstadt, ne? Ja, mit Puderzucker, ne? Mhm. Mit Puderzucker schön pürieren. Da hinten steht der Puderzucker, ein bisschen Zitronensaft dazugeben. Hammer, das muss ich mal sauber machen hier aber erstmal. Ne? Horst, Improvisation ist eine große Gabe. Ich habe aber gerade ein neues Spiel erfunden. Johann, spiel doch mal so ein Pfund Schalotten. Ja, aber Horst, jetzt ohne Witz. Ja. Bei dir sieht man doch wirklich jedes Mal in Live und in Farbe, was improvisieren heißt. Was heißt hier oh? Man muss auch manchmal der Wahrheit in die Augen schauen, Leute. Ja. Und ich wollte ihm gerade sagen, er soll mal einen Ekel spielen, aber das muss er ja gar nicht. Ne? Ach nee. Aber guck mal hier, jetzt mache ich mal hier wunderbares Hähnchensaltimbocca. Das heißt, die Hähnchenbrust habe ich in Streifen geschnitten, schön plattiert. Dann habe ich eben diese wunderbare Tomaten
Abfüllung gemacht. Das heißt Tomaten, Knoblauch, Zwiebelchen, so, Olivenöl. Heißt es nicht springen im Mund? Ja, warte mal ab, wenn es fertig ist, wo das hinspringt. Ne? Mhm. Das heißt ja wirklich so, spring in den Mund übersetzt. Ne? Ja, ja. So, und jetzt kommt aber auch ähnlich, das kennt man ja vom Kalb her. Und da ist ja so ein bisschen was Schinken noch mit bei. Guck mal hier, wir machen das natürlich richtig schön dick. Max beide, ja, ja. Und da kommen noch schön. Ja, mein Gott, das ist aber ein Schinken hier, du. Herrjott, da hat jemand vergessen, das Schwein abzumachen. So. Da hängt der ganze Schwein am Schinken, Johann. Guck dir das an. Sag mal. Ja? Du bist so bescheuert. Guck mal, mein Brei ist fertig und jetzt mache ich. Guck mal, Thema bescheuert, sein Brei ist fertig. Ja. 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 So, und jetzt schlägst du die Sahne steif. Was wird denn das da? Über das wissen wir noch nicht genau. Das Früchte kaputt. Früchte kaputt und. Ja. Aber leider, wenn du die Farbe schon siehst, hast du schon gegessen. Ist aber. Ne? Er mag uns. Da muss ein Champagner-Schluck ran. So ein Schluck Champagner, dann ist es geil, ne? Ja, findest du? Ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube, da nützt der Champagner auch nichts mehr. Den Quark schön mit dem Vanillezucker, schlägst die Sahne, dann kommt der Quark mit dem Vanillezucker und der geschlagenen Sahne unter die Beeren. Mann. Und dann sieht das wunderbar aus. Warte mal, ich brauche den Mittelteil noch mal. Wo mache ich das? Wo drin mache ich das jetzt? Hier in der Schüssel. So. Bitte schön. Und damit aber die Herrschaften hier wissen, dass wir das tatsächlich können. So sieht's fertig aus. Ja. So, und das ist nämlich vorbereitet für die Küchenschlachtgewinner. Bitte schön. Vielen Dank. Weißt du, warum ich diesmal ein Dessert so vorbereitet habe? Weil die Küchenschlachtgewinner bekommen immer nur Hauptgang, immer nur warm. Und ich habe mir gedacht, heute müsst ihr mal was Frisches, Kaltes haben. Probier mal, ich warte so lange. So. Oh, lecker. Das ist genau das, was der Herr Martinek macht. Ach, das ist genau, okay. Ja, ja. Und? Super. Ist das cool? Ja, ja. Es schmeckt. Ja, weißt du, nämlich dieser Quark mit den schönen Früchten drin, ist wunderbar, die selbstgebackenen Cookies da drin. Mhm. Schön schokoladig, ne? Ja. Und wenn der Herr Lafer nachher kommt, ne, dann kannst du mal hier einen auf dicke Hose machen, ne? So. Holst die Frikadellmasse bitte beim Horst aus dem Kühlschrank, aber nimm nur unser Zeug, nicht das andere. Da hinten, ja. Ja, bei dem, hol es mal bitte. Hol es her. So, wir haben so einen Ring mit Öl. Ja, pass auf, in meinem Kühlschrank ist schon manch ein Gast verloren gegangen. Ja, der ist ja richtig, der ist groß. Du. Ist ja leer. Da passe ich rein. Schau her, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt streichen wir diese Masse hier. Schmeckt die? Hast du sie abgeschmeckt? Schmeckt die? Hier rein, siehst du so, festdrücken. Probier mal noch mal, ob das hier zu wenig Salz ist. Mir ist es genug. Warte, ich probier gleich. Und dann tust du hier noch ein bisschen Pfeffer. Schau, jetzt hier den Ring hochziehen. Ja. Dann hast du solche Frikadellen, ja? Genau. Und davon magst du jetzt für alle, fürs ganze Publikum, ja? Noch ein bisschen Pfeffer? Nee, guck, guck. Also. Ich muss dir eins sagen, jetzt wirklich, Katja, die schmecken sensationell. Johann, hast du das hier eigentlich gesehen? Sensationell schmecken. Guck mal hier, Johann. Ja, was soll ich gucken? Die Hähnchenbrust plattiert, beschmiert mit dieser wunderbaren Tomatencreme, selbst hergestellt mit frischen Oliven, mit diesem wunderbaren Schweinchen zusammengebracht. Das ist Familienzusammenführung, die sind zusammen groß geworden. Dann dieses wunderbare Blättchen da drauf gelegt, zusammengefaltet, Johann. Salbei. Salbei. Ja. Ja. Ich sag ja, Blättchen. Okay, so. Und dann wird was wieder mit gemacht. Und jetzt wird das Ganze mit diesem wunderbaren, selbst von mir aus einem wunderbaren Eichenstamm geschnitzten kleinen Stöckchen zusammengesteckt. Und dann geht das ab in die Pfanne. Jetzt weiß ich, warum Schürzen gut sind. Ja, sieht aber sehr schick aus. Ja? Menschenskinder, warte mal. Ja, wieso? Ich kann auch Westenlutschen machen heute. Westen lutschen. Warte mal, da kommt doch noch Quark dazu. Ja. Obwohl, wir, bleib mal so stehen. Du wolltest doch roh essen, oder? Ja.
Aber wenn man jetzt romantisch veranlagt ist, meine Damen und Herren, machen Sie mal zu Hause jetzt im Wohnzimmer einfach Licht aus. Dann erkennen Sie hier den großen Wagen. Ich finde das toll. Möchtest du die Serviette jetzt haben? Nee, ich mache jetzt mal den Quark noch und dann haben wir eine gute Mischung. Sag mal, kriegen die Gäste heute nur Dessert? Was heißt hier nur? Die hatten vorher schon einen Esel als Salami. Sonst gib ihnen doch mal zwei von deinen Frikadellen. Die müssen ja erst in Braten. Guck mal hier, ich mache den Spitzkohl hier wunderschön kurz, langsam. Zum Teil im Ofen, zum Teil auf dem Herd hier. Schön so im Ganzen. Schau her, dass er schön braun wird. Bitte das Brühe und Kümmel. Aber weißt du was, das ganze Oho essen hier das. Das ist super Lachs, da, komm. Ja. Schmeckt ganz toll. Die Faust. Ja, sehr gut. Ist ja Fischerlachs mit Räucherlachs. Frisch, ja, toll. So. Also jetzt noch mal ganz kurz für die Zuschauer. Wir haben die Frikadellen hier, die werden jetzt gerade gebraten in Olivenöl, ganz langsam, in einer großen Pfanne beschichtet, sind mit diesem Ring geformt. Dann habe ich hier den Kürbis, der schmort jetzt schön hier, süß-sauer mit Essig, mit Zwiebeln, mit Zucker und so weiter. Und das Schweinefilet ist im Ofen, da schauen wir mal, wie weit das ist jetzt. Sind das Bio-Schweine, die du da verwendest? Ja, klar. Kann ich persönlich. So. Arme Schweine, die sind so wie unser Fleisch. Und dann machst du bitte zusammengesetzt. Ändern jetzt, will ich müssen es höher machen da. 150 jetzt, damit es besser wird. So, und hier unten ist der Spitzkohl, guck mal hier. Der schmort schön im Ofen da unten, sieht richtig gut aus, ja? Also bei mir läuft alles bestens. So, tue ich das jetzt noch. So, hier. Hier jetzt rein, so genau, und jetzt tun wir es mit weniger und dann tun wir die langsam braten lassen und dann tun wir hier alles weg und machen wir schon mal das Carpaccio, gell? Ja. Holzlöffel. Wie viel Zeit haben wir noch, Horst? 8 Minuten. So, ist gut. Ja, hast du gehört, was er eben gesagt hat? Bei mir läuft alles bestens. Ja. Bei mir läuft alles. Ne? Ja. Bei uns läuft alles grandios. Bei uns läuft es sensationell. Ich mach's sogar noch sauber zwischendurch. Ja. Unser einer spült sogar noch, ja. Guck mal, wie meinst du jetzt mit dem Holzlöffel einfach so? Ja, mit dem Holzlöffel, nee, kannst du ganz reinschütten. Okay. So. Und bei mir ist jetzt gleich auch alles fertig. Muss man schnell zum Waschbecken nach hinten? Ja, zum Spülen wieder. Hier eine Scheibe. So, jetzt. Dafür sind wir fertig mit Essen machen. Da weiß Johann noch gar nicht, dass der Herd an war. Pass mal auf gleich hier. Und so machst du die komplette Platte voll, genau. Ist das klasse. Oh, Johann, jetzt komm mal gucken, von wegen doofe Farbe. Sieh mal, wie ich Früchte und Quark zum Tanzen bringen kann. Und wie guck dir mal die Farbe an. Vereinen. Wie sieht denn das aus? Das sieht aus wie... Traumhaft. Lecker, Appetit anregen. Wer da keinen Appetit drauf kriegt, ja. Ja. Ich bin stolz auf dich. Ja, ich auch. Auf mich. Du bist auch stolz auf dich. Ja. Möchtest du mal schmecken, wie deine Plätzchen schmecken, wenn die fertig gebacken sind? Sag mal. Aber jetzt? Boah! Leute. Na? Das habe ich toll gemacht. Ich bin so stolz auf dich. Oh. Jetzt kommt bitte mal zu mir und probiert mal den Kürbis. Der ist der Hammer. Sven, komm her. Was? Probier mal hier. Was? Kürbis. Kürbis geschmort. Ja. Wow. Das ist wirklich Wahnsinn. Das die anderen, die du gemacht hast, werden toll. Du bist so ein fleißiger Mann. Die lassen wir ein bisschen Frikadellen dauern noch. So. Und sagen wir ehrlich jetzt. Oh. Ha? Ich finde ja, ich liebe ja Kürbis. Aber der ist der Hammer. Ich finde das toll. Das ist toll. Der schmeckt richtig. Der ist der Hammer. Einfach an den Weg. Das ist echt super. Was denn? Der Kürbis. Kann das sein, Horst, dass du keine Butter mehr hast heute? Doch, wir haben hier ein ganzes Johann. Stück da. Bitte schön. Dankeschön. Ich brauche mal ein Was brauchst du? Ein Glas hier, so eins, wo das dann reinkommt. Gerne. Aber Kürbis habe ich mir früher immer so klein gemacht und dann ein bisschen vorgekocht und dann mit Käse im Ofen überbacken. Das fand ich immer lecker. Auch gut. So, jetzt machst du ein wenig von der Creme rein. Ja. Dann bröselst du die Plätzchen dazwischen. Ja. Dann machst du wieder Creme rein. Ja. Muss ich das mit dem Holzlöffel da reinmachen? Nein, wir haben andere Löffel. Ich gehe mal abwaschen. So. Petersilie kommt jetzt rein da in die
Der ist schon viel unterwegs hier. Ja, ich habe heute richtig so. Ah, mit so einer eine Kelle. Also ich kann jetzt auch wirklich verstehen, warum die Sophia Tomalla so von dir schwärmt. Ja. Die sagt ja, du hast wenig Macken, du bist kritikfähig, ja, siehst gut aus. Bis auf deine Bude zu Hause, die wäre so eine Studentenbude. Du hättest ziemliche Unordnung. Stimmt das? Wie war die Frage? Das geht gar nicht um die Unordnung. Bei dir machst du ja ständig Ordnung. Hier machst du ja alles sauber. Das ist so ein Durcheinander bei mir immer so. Ich hab da so, ich finde einfach keine Zeit, wirklich mal einzurichten und so. Ja, und da wird mir Sophia bestimmt bald helfen. Wir nennen das kreatives Chaos. Richtig. Ne? Weil das muss, ja, das verstehen ja Frauen relativ wenig, wenn man alles so liegen lässt, wie man es benutzt hat. Ja, weil man es ja dann wieder so benutzt. Genau, man findet es dann auch möglichst schnell wieder. Ja. Aber Johann ist da ganz anders. Ich bin ordnungsliebend. Ich muss immer alles wegräumen bei dir, das ist mein Problem. Der ist die halbe Nacht am Aufräumen bei mir. Ja, wobei, ich wünsche mir schon ein bisschen mehr so einen Ordnungsgeist bei mir, aber das fällt mir echt schwer. Ja, wenn du möchtest, kannst du mal eine Woche bei Johann wohnen. So. Ah, Spaghetti al dente. So, sprich, was? So, jetzt musst du es ganz leicht drüber träufeln da so. Ja. Muss noch mehr Öl rein. Noch mehr Öl. So, und dann schön marinieren, die Brote bitte. Ja. Gell? Sieht sehr schön aus da bei dir. Sehr schön. So, Schweinefilet habe ich hier. Guck mal, wie schön, Horst. Ja, warte, ich guck mal gerade auf den Carpaccio. Wird schön bunt jetzt. Super Carpaccio. Wahnsinn. Sehr schön. Ist doch was ab. Sieht wirklich sehr gut aus, Katja. Heiß hier. Siehst du, schönes Carpaccio, oder? Ja, sehr schön. Birnen mit Rote Beete. Der Johann vergisst ständig zu loben. Da muss ich immer wieder übernehmen. Komm, ja, du machst die Blumen. Ich habe heute viel gelobt. Du, mein Engel, vergisst mich immer zu loben. So, und jetzt machen wir mal so einen hübschen Teller fertig. Das sieht übrigens toll aus. Ja, aber, wenn du bei der nächsten Sendung kommst, ja, dann zeigen wir den Rest von dem Gericht. Ne? Habt ihr den Horst gerade irgendwo gesehen? Ich finde, dass du manchmal ein bisschen gemein bist, aber das gefällt mir ja an dir. Ja, ne? Ja, da lerne ich bei Johann immer so ein bisschen. Ja, guck mal hier. Ja. So. Guck mal, das sieht ja nicht toll aus. Das sieht super aus. Und weißt du, was das Coole ist? Nein. Was Johann ja wieder gar nicht mitbekommen hat. Ich habe so viel gekocht, dass die Küchenschlachtgewinner jetzt noch eine Hauptspeise nach dem Dessert bekommen. Was möchtest du haben? Schere? Schere. In der Schublade. So. Hier ist keine drin. Naja, ich mache da noch ein paar Früchte drauf, dann sieht das richtig gut aus. Was suchst du denn, Katja? Schere. So ein paar, Schere. Ne, ich garniere das jetzt noch so ein bisschen. Ne? Ja, so. Garniere das ein bisschen. Mach es einfach ein bisschen hübsch. Ja, so. So. Frikadellen braten jetzt schön langsam hier vorne, da machen wir jetzt noch rein. So. Gib mir den Thymian bitte drüben. Die gehen unter, ne? Die können ja nicht schwimmen. Schön drüber streuen, so oben. Komplett verteilen. Ja? Ja. Kürbis haben wir. Ja, die gehen unter, aber die können nicht schwimmen. Du musst einfach nur genug reintun, dann hält das. So. Das ist halt schön drauf. Ja, so, du machst es dann ein bisschen Frisee drüber streuen. Das wird. Ja. Lecker Salz im Bockerchen. So, Leute. Ich muss dir nur vorwarnen, dass sie das Holz rausnehmen, weil das tut grauenhaft weh beim Schlucken. So. So, da wollen wir jetzt mal anrichten. Wir haben hier als erstes bei mir das Kürbisgemüse. Schön glasiert, süß-sauer mit den Zwiebeln. Jetzt etwas Petersilie reingehackt. So, guck mal hier. Fantastisch. Guck mal die Farbe hier. Ich muss das mal vorbestellen. So. Dann kommt dazu der Spitzkohl. Der kocht hier noch. Guck mal. Schön geschmort langsam. Ganzer Spitzkohl. Boah, guck mal hin, wie schön. Herrlich, oder? Ja. Herrlich. Da müssen wir auch machen gleich. Mein Gott, guck mal, wie toll das aussieht. Wahnsinn, ja, mein Gott, ich bin begeistert. Das, glaube ich, oft machen müsste. Sensationell. Aber ja. So,
Trotz dem ganzen Blödsinn wird's fertig. Passt nur auf das Holzstielchen, ich hab's nicht gefunden, ne? Ja. Ist wir nur für euch. Suchen. Guten Appetit, ja, ne? Herzlichen Dank. Spaghetti al dente? Ja, aber ja? Bin rein, wenn damit schlecht. Für einen Rheinländer nicht schlecht, sagt er. So, du hast ein Dessert fertig bekommen. Zwei. Meine Garnier. Wie viel muss ich denn fertig machen? Nee, das reicht. Das reicht. Also, wir haben ja schon welche hinten stehen. So. Aber wie findest du meine Garnierarbeit? Ja. Guck mal, Johann lernt zählen. Eins, zwei, drei, vier. So, Sven, nimm mal dein Gläschen Dessert mit. So. Wir setzen uns schon mal. Genau, so ist richtig. So. Hier, guck mal den Spitzkohl hier. Geschmort mit der Butter. Johann, sein Spitzkohl. Mm. Bei ihm wird selbst der Kohl spitz. Klasse. So ist mein Junge. Guck mal, sind die Tische nicht wunderschön gedeckt? Ne? Aber immer nur auf der Seite von Johann. Vorbringen. So, und jetzt, liebe Zuschauer, können Sie mal hier sehen, das ist das Schweinefilet mit der Kruste oben drauf. Im Backofengrill überbacken. Und jetzt werden wir das noch aufstellen, du kannst es schon vorne hinbringen. Ja, okay. Und noch so Kekse für drei. Guck mal. So, ja. Sieht aber gut aus, ne? Ja. Das ist lieb, wenn das hier so bei uns Essen steht. Das ist ein tolles Essen. Ne? Und super. Das hast du alleine und das gemacht, auch. Katja. Na ja, mit als Assistentin. Nee, hat sie ganz alleine gemacht. Na, wieso ist auch, viele glauben ja zu Hause, sie war gar nicht in der Sendung, weil die nur am Malochen war da hinten. bei Johann kommst du nicht zu Wort. Ne? Nur am Malochen. Sven, aber ich habe ganz viel abgewaschen zwischendurch. Ja, das ist auch wichtig. So. Jetzt sag mal, Johann, hast du gerade dein Fleisch aufgeschnitten, ohne dich zu loben? Ja. Das kenne ich aber anders. Normalerweise schneidet er es auf und sagt, oh. Moment, Horst. Ja? Mein Essen lobt das Publikum. Schau her. Ja. Prost, Katja. So, du musst ihn mal alles auf die richtige Seite stellen, gell? Komm her, mein Engel, setz dich. Wir müssen noch für alle was haben. In deinem Alter darf man nicht so lange am Stück laufen. Johann, wir müssen anstoßen erst. Ich sehe dein Essen hier. Bitte, was sagst du, Johann? Ist das deine Spaghetti? Ja, mein Johann. Sind das Spaghettini? Nein, Spaghettis. Die sind erwachsen. Und der Wein ist genial. Ja, die sind Spaghetti, ja, genau. Moment. Ja, der Wein ist. Kennst du die kleinen Spaghetti? Angel Dust? Sag mal, oder? Sind das bei dir eigentlich Frikadellen oder Frikadellchen? Ja, ich hatte ja nur so eine Form. Die war ja so groß, kleiner. Sind sie nicht geworden. Meine Damen und Herren, was gerade beim Johann Larf unter der Nase hängt, ist nicht sein Schnurrbart, sondern meine Spaghetti. Und? Gut. Und? Prost. Probier ich auch einfach. Prost, Kinder. Ja, Prost nochmal. Prost, Schmuckstück. Immer wieder schön mit euch. Prost. Prost. Die Augen liebe Zuschauer, ich muss Ihnen sagen, Sie waren fantastisch. Wo ist meine Gabel? Und sollten Sie wissen wollen, wie Spaghetti schmecken oder geschmeckt haben? Ich versende sie per Post. Nächste Woche erfahren Sie das von uns. Tschüss, adieu. Ja.